Es gibt eine Herausforderung in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und das ist, qualitativ hochwertige Daten zu haben, die richtig annotiert sind. Und was wir im Grunde hier machen, das ist auch der Start einer Initiative, dass wir qualitativ hochwertig annotierte Daten als Allgemeingut stellen wollen, damit auch andere die künstliche Intelligenz darauf trainieren können, damit die Community in diesem Feld größer wird und man mehr mit diesen Technologien arbeiten kann. Und da sehen wir vor allen Dingen auch als Universitätsmedizin eine starke Rolle für die Zukunft, das verfügbar zu machen.